Mahlzeit, ich bin's, euer Tigger. Und natürlich ist wieder Sonntag, das heißt, ne, ihr habt mal wieder einen Wochenrückblick der ganzen Metal-YouTuber von mir. Und was diese Metal-YouTuber so gemacht haben, werdet ihr gleich noch sehen. Aber zuerst nochmal der kleine Hinweis auf meine Wenigkeit. Mich gibt es nämlich nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf Twitter, Facebook und Insta. Findet ihr mich überall unter TiggerAC, T-I-G-G-A-A-C. Werde ich jetzt hier nochmal so schön einblenden. Tada! Wenn es diese moderne Technik nicht geben würde. Aber den Anfang machen heute mal die Dead Chicks, weil immer Ladies First, ihr wisst es ja, die Dead Chicks haben eine Roomtour gemacht. Das heißt, sie zeigen euch ihre Wohnung, alles da, wo sie filmen, auch ein bisschen mehr als das, was in ihren Videos normalerweise drin vorkommt. Ihr werdet erstaunt sein, wie schön so eine Wohnung sein kann und dass es mal gar nicht so viel gekostet hat, wie vielleicht einige denken. Ja, sie sagen nämlich auch, wo sie es herhaben. Sage ich euch aber jetzt nicht, weil das soll ja, ihr braucht ihr einen Grund einzuschalten. Also ich mache da mal keine Spoiler bei den Dead Chicks. Das Video gefällt mir auch wieder besser als das vom letzten Mal, wo es um Joker ging. Wie gesagt, habe ich ja gesagt, da bin ich nicht ganz so in der Materie drin gewesen. Bei einer Roomtour natürlich auch nicht, aber ich bin ja der Metal-YouTuber. Wie sagt es Sifi immer so schön, der Thrashpack heißt er. Ich bin nicht Thrashpack, ich bin Thrash Metal Pack. Ha! Aber Dead Chicks, reinklicken, abonnieren, alles hier unten in der Infobox, auch Likes erlassen. Ihr kennt das Prozedere ja. Die Cho war beim To Hell and Back. Da habe ich auch letzte Woche schon das Video vom Hellkao euch präsentiert. Aber das Gute ist, der ist auch im Video von der Cho mit dabei. Wie können denn zwei YouTuber auf dem gleichen Festival sein und da ein Video zusammen machen? ist zwar jetzt nicht viel zu sehen, er macht da den Chauffeur. die Cho hat da schön Eindrücke aufgenommen, aber da relativ wenig geredet. Hat sie zu Hause nachgeholt. Schaut euch mal das Video von der Cho an, hier unten in der Infobox. Liken, abonnieren, teilen, kommentieren. Ihr kennt das Spielchen. Und die Sally vom Kanal Schruppert, den ich jetzt schon was länger nicht mehr erwähnt habe, aber ist mal wieder so weit, weil ging diesmal auch ein bisschen mehr um Metal, als es so in letzter Zeit ging. Was heißt Metal? Ging heute nicht wirklich um Metal, aber um ihre Lieblingsfestivals oder beziehungsweise um alle ihre Festivals gerankt. Und da ist auch das eine oder andere Metal-Festival mit dabei. Tatsächlich. sie zeigt alle ihre Bändchen, die sie hat und sagt vom besten zum schlechtesten Festival, was dabei war. Ich werde jetzt genauso wenig spoilern wie bei allen anderen, aber sie hat in etwa eine gleiche Meinung zum Rock am Ring wie ich. Nur bei mir wäre es noch weiter unten angesiedelt. Support unten, Infobox, ne? Alles drin. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Ihr kennt das Spiel. Kommen wir nun von den Damen der Schöpfung zu den Herren der Schöpfung, die in diesem Fall sogar die längeren Haare haben. Ja, bei uns Metallern, ne? Habe ich ja mit meinen langen Haaren, ach, und meinem wunderschön weichen Gesicht, haha. kommen wir nun zu den Herren der Schöpfung. Der gute Sifi, der war auf dem Wallesau ist blau und hat da einen schönen Bericht gemacht. Sifi berichtet halt so mehr aus der Menge heraus als von den Bands und so. Ganz normal halt für den Sifi. Und dann gab es noch vom Steve ein bisschen was über Bullet for My Valentine. Und das Schönste beim Sifi im Video ist diesmal der Kuttentalk, weil der ist mit einem wunderhübschen YouTuber, der bei ihm zu Gast ist. Die Rede ist natürlich von mir und meiner wunderschönen Kutte. Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Interview mit Sifi. Der Kuttentalk war schon sehr lustig. Das Video vom Sifi allgemein, auch wenn mein Teil jetzt nicht dabei wäre, immer sehenswert. Jedes Video vom Sifi ist sehenswert. Kennt ihr ja auch die Sportvideos momentan, die Viking-Sports-Videos. Schaut da mal rein, abonnieren, Like da lassen. Den habt ihr wahrscheinlich alle schon abonniert, ne? Aber trotzdem hier unten nochmal Infobox drin, verlinkt. Und ich nuschel wieder einen mir in den Bart rein. Uiuiui, ich hätte mal länger schlafen sollen. Ja. Kommen wir jetzt zu dem YouTuber, weswegen ich jetzt so wenig Schlaf bekommen hatte, nämlich zum Gore-Minister, wo ich auf dem Konzert seiner Kadaverficker war. Das ist aber jetzt. Kommt, wird erst nächste Woche, mache ich das Video dazu, also am Mittwoch gibt es das Video zu den Kadaverfickern. Aber er war bei Shores of Null, keine Ahnung, bei Ereb Altor und bei In the Woods.
im Helvete, wo ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal wieder war. Zuletzt habe ich da ja Xavlek gesehen. Ich wollte gerade mein Xavlek-Shirt hochhalten, ich habe es gar nicht an. Egal. Er war bei den Bands, hat da einen durch die Nacht gedreht, hat da auch seine Einkäufe präsentiert, war auch sehr gut gewesen. Und die Band, die er da hatte, habe ich meine, die meisten davon auf jeden Fall schon live gesehen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich In The Woods schon live gesehen habe. Ich meine schon. Ist aber auch egal. Er war ein bisschen Black Metal unterwegs. Ein sehr schickes Video, sehr schicke Location. Gore Minister kennt er, wenn der einmal unterwegs ist und seinen Spaß hat. Dann ist das gut so und deswegen das Video ist auch hier unten in der Infobox verlinkt, schaut's euch an. Außerdem hat der Gore-Minister noch eine Review zu Harkon gemacht, das ist jetzt nicht ganz meine Mucke, ich erwähne das hier aber trotzdem mal, weil der Gore-Minister diese als gut empfindet, diese Band. Auch dieses Video ist hier unten drin, natürlich in der Infobox, könnt ihr ihm ja da mal in die Infobox, ihm in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Natürlich könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wie ihr mich hier findet und ja, es sei euch gerne gegönnt, da auch negative Kommentare zu schreiben, weil die lese ich viel zu selten unter meinen Videos. Das ist jetzt kein Aufruf, dass ihr negative Sachen schreiben müsst. Früher war so viel Hate. Wo ist der ganze Hate hin? Heavy Harlequin, ein YouTuber, den ich jetzt hier auch zum ersten Mal erwähne, weil er in letzter Zeit wirklich so wenig gemacht hat, hat einen Line-Up-Check zum Unleash the Kraken oder Unleash the Kraken Festival in Hamburg gemacht. Es ist ein sehr schönes Video, er hört rein, er stellt alle Bands vor und wäre es nicht so weit weg, würde ich mir sogar noch überlegen, da hinzufahren, weil die Bands richtig geil sind und Heavy Harlequin auch ein sehr cooler Typ ist, so wie das rüberkommt. Ich habe alte Videos von ihm gesehen, aber irgendwie so YouTuber, die verliert man ja doch manchmal aus den Augen und dann, vor allem wenn sie nichts machen, deswegen bringe ich 2 Videos die Woche raus. Nein, es ist auf jeden Fall ein schickes Video von ihm und wo er stellt die ganzen Bands vor, hört rein. Schaut definitiv mal rein, hier unten in der Infobox, solltet ihr aus der Gegend kommen und zu dem, muss man mal wieder, Unleash the Kraken Festival, also Kraken, hinwollen, ne? Fahrt hin und schaut's euch an, die Bands sind geil. Danke dafür, Heavy Harlequin, dass ich jetzt dahin möchte, aber nicht hin kann. Liken, teilen, abonnieren, ihr kennt das Spiel. Der gute Adrian von Todgehört hat seinen letzten Heimweg-Vlog für dieses Jahr gemacht. Das heißt nicht, dass er das nicht mehr machen möchte, es heißt einfach nur, die Tage werden kürzer. Er hatte einfach kein Licht mehr für. Ja, es geht da bei ihm um diesen Kulturpessimismus, so heißt dieses Video auch ganz schön. Ich möchte jetzt nicht großartig erklären, worum es da geht, weil dann habt ihr keinen Grund mehr reinzuschauen, weil wenn ich es erklären würde, ich hätte die gleichen Argumente wie er. Schaut es euch an, unten in der Infobox auf jeden Fall auch mal was zum Nachdenken für manche Leute oder zum Überlegen, warum das so ist. Klickt rein, abonnieren, liken, teilen, Daumen da lassen ist liken, habe ich irgendwas vergessen? Liken, teilen, abonnieren, kommentieren! Ha! Der gute Kayo von Moshpit Passion hat einen Label Report zu, ich muss gerade ablesen, Heavy Psych Sounds Records. Da wird der ein oder andere sagen, wie er auch schon gesagt hat in seinem Video, ja, für so einen Label Report wird man bezahlt. Nee, der ist einfach nur Fan. Und das sieht man auch in seinem Video und das ist gut so. Ich mag's, wenn man Fan bleibt und deswegen seine Videos macht. Schaut's euch an, das ist ein sehr schickes Video. Ich, wie gesagt, ich mag seine Videos total. Und dieses Video würde ich sogar als mein Video der Woche benennen, weil es wirklich, man merkt, er hat da Spaß dran, er weiß, wovon er redet. Er weiß eigentlich immer, wovon er redet, aber da steckt wirklich auch, er zeigt am Anfang, dass er Fan ist. Und ich finde es wichtig, auch zu sagen, dass man Fan einer Sache ist und nicht nur, dass man eine Sache repräsentiert oder eine Sache zeigt. Schaut euch dieses Video an, hier unten in der Infobox natürlich auch. Moshpit Passion definitiv liken, abonnieren. Er hat immer so geile Interviews. Warum der nicht viel mehr Follower hat, das ist mir ein Rätsel. Auf jeden Fall Moshpit Passion liken, teilen, abonnieren. Und ich habe schon wieder das Kommentieren vergessen. Der wahre Lukas ist ja auch viel unterwegs und hat da auch immer schöne Bands vor der Kamera. Deswegen den auch, bevor ich jetzt sage, was er gemacht hat, liken, teilen, abonnieren und kommentieren. Der wahre Lukas hat Victorious zum Interview gehabt, beziehungsweise 2 von denen. Die machen ja so Power Metal nach vorne. Schicke Musik. Ist nicht ganz meins, aber kann man gut hören. Auf Konzert alleine würde ich jetzt nicht zum Power Metal Konzert gehen. Ich bin da eher so Black, Death, Pagan, Folk, sage ich aber auch irgendwie jedes Mal. Egal. Schaut euch das Interview an mit Victorious. Ist ein richtig schickes Interview, wo man auch viel erfährt.
unten in der Infobox. Lasst dem Wahn Lukas ein Like da, abonnieren, kommentieren, liken, abonnieren, kommentieren. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Es ist, ich bin müde. Danke, Gorminister. Der Flo von Flo's Metal World hat die 10 erfolgreichsten österreichischen Metal-Bands uns präsentiert. Und da waren sogar einige Bands bei, wo ich gar nicht wusste, dass die aus Österreich kommen. So, die ich zwar auf dem Schirm hatte, aber... Ja gut, woher soll man auch wissen, wo eine Band herkommt, wenn man da nicht wirklich so... sich permanent mit beschäftigt, so als Metaller oder Metal-YouTuber sollte man das schon wissen. Wenn man so Bands nicht auf dem Schirm hat, ich wusste bei gar keiner von den Bands, die gesagt hat, dass die aus Österreich kommen. Aber der Flo ist halt ein sehr sympathischer, der sowas auch super sympathisch präsentiert. Ne? Unten in der Infobox, liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Jetzt habe ich wieder liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Irgendwann lerne ich das nochmal auswendig. Ihr kennt das ganze Spielchen, ne? Macht das mal bei ihm, wie bei allen anderen auch, die ich hier so genannt habe. Der gute Scrotius war auf dem Way of Darkness und hat da so einen kleinen Festival-Report drüber gemacht und uns auch das Festival ein bisschen näher gebracht. Er war zum ersten Mal da, deswegen hat er da auch einen komplettes Check-up gemacht. Way of Darkness kannte ich bisher gar nicht, deswegen habe ich mir das Video gerne angeguckt. Solltet ihr auch machen, immer alle Festivalberichte angucken, also nicht nur von Scrotius, von allen anderen auch, aber geht jetzt gerade um ihn, schaut euch seine Videos an. Sind immer sehr interessant, weil er wirklich mit sehr vielen Infos und sehr vielen Fakten zu den ganzen Sachen kommt. Ne? Hier unten in der Infobox, ne, sein Link dazu, ne, liken, teilen, abonnieren und kommentieren. Ha, alles hinbekommen. Hellcow war auf der Final Breeze Record Release Party und das ist mal übelster Death Teil Black Metal, so wie sich das für mich angehört hat. Kann sein, dass ich da komplett falsch liege, Death Metal ist aber auf jeden Fall richtig, ob es Black ist. Das ist ja immer so Einschätzungssache. Und wie sich eine Band selber anhört, da geht's kräftig nach vorne in dem Video, da gibt's richtig auf die Fresse bei der Mucke. Das ist halt Musik, die man schön zum Kopfschütteln einlädt oder halt so böse da stehen. Ja, ich stehe auch immer so da. Nein, das ist jetzt dumm. Manchmal mache ich das, wenn so ganz böse Stimmung ist. Auf jeden Fall schaut euch das Video vom Hellcow an, das ist sehr gut. Hellcow, wie gesagt, auch allein durch seine Stimme, wenn er was am Anfang sagt, das beruhigt immer sehr schön. Sage ich jedes Mal, höre ich super gerne hin. Ich bin ein großer Fan von Hellcow. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren und schreibt ihm in die Kommentare ein Herz. Macht ihm da so ein Herz, so dieses größer als 3 oder kleiner als 3, was ist das? Das ist kleiner als 3 und schreibt ihm, das ist vom Ticker. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und Krachmucker hat eine Herbst-Playlist erstellt. So, was er da laufen lassen würde, ist natürlich alles, wer einen Ernie kennt, weiß, dass da schon sehr viel Black Depressive-Zeugs drin ist. Das Video ist ziemlich lang, kann man gut im Hintergrund laufen lassen. Ich hatte das hier beim Kochen eben laufen, beziehungsweise gestern und heute nochmal. Weil ich höre auch seine Stimme voll gerne. Ich mag diesen norddeutschen Akzent. Kriege ich gar nicht hin. Deswegen mache ich das jetzt ja nicht. Ich so als Aachener, ich kann das ja nicht. Deswegen. Nee, spreche lieber ganz normal Hochdeutsch, wenn das alles gut ist. Nee. Auch reinklicken, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Ja, alles hinbekommen. Ich habe diese Woche kein Video gemacht. Dafür bin ich ja beim Siffi mit einem Video drin, aber nächste Woche gibt es ja von mir, also ab am Mittwoch gibt es das Video zum das Video, wo ich bei den Kadaverfickern war, da habe ich auch den Gore-Minister vor die Cam bekommen. Schaut rein, ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr hier alles liked, alles abonniert, alles, also abonnieren kann man mich ja nur einmal, wenn ihr das Video hier liked, alle anderen Videos von mir auch noch angucken und liken, alle kommentieren mit, was kann man da, mit Hashtag, ich bin ein Tigger-Fan. Müsst ihr aber nicht. wie gesagt, würde mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze hier abonniert und liked. Natürlich auch, wäre mir eine große Ehre. Und ansonsten würde ich noch sagen, macht's gut und haut rein.